Hallihallöchen, ja. Und herzlich willkommen zurück zu Graph. Schon am Anfang setzt die Sprachfähigkeit aus, aber nichtsdestotrotz. Wir haben wieder ein bisschen was gesammelt und können jetzt mal gucken, was wir denn Schönes machen können mit unserem Zeugs. Wir können, rein theoretisch, könnten wir doch ein paar Sachen aufwerten. Ja, guck mal, den Generator werten wir mal auf. Level 3, was kann ich denn da reinschmeißen an Holz? Maximal 900, okay. Ist schon arschteuer, ne? Muss ich sagen. Wir könnten auch mal die Science Station noch aufwerten. Und was macht unsere Factory? Die ist auch erst auf Level 4. Na komm, dann werten wir die auch noch mit auf. Jetzt haben wir schon mal alles. Warum ist das eigentlich private? So. Armory, bei der Armory und beim Uplink sagt er mir locked. Und bei den beiden sagt das mir nicht. Warum? Dabei habe ich es doch auf private. Very seltsam. Generator ist auch auf private. Okay. Oh, die Farmen habe ich noch gar nicht auf private geschaltet. Sowas aber auch. Gut, dass wir das noch gesehen haben. Das Campfire ist immer public. Okay. So. Was tun? Was tun? Was tun? Was tun? Wir müssen mal kurz schauen. Ich sollte mir ein paar Health Sims wieder herstellen. Wobei, das kostet wieder Gems. Egal. 5 Stück stellen wir mal her. Und was können wir hier kurz noch machen? Hier können wir nur die ganzen Dinger verstärken, ne? Jetpack, Monocycle. So ein Monocycle könnten wir uns irgendwann auch mal basteln. Wobei wir das jetzt nicht wirklich brauchen. Auch vor allem mit einem Jetpack, glaube ich, brauchen wir das gar nicht. Brauchen wir das gar nicht. Es braucht allerdings viel weniger Wood die Minute als das Jetpack. Das braucht da hier dreimal so viel, ne? Aber das ist mir Wurst. Das Jetpack ist geil. So, was können wir denn hier Schönes noch machen? Haben wir irgendwas, was wir Neues basteln können vielleicht? Nee, können wir nicht. Melee, das Wooden Sword haben wir schon. Okay, wir brauchen noch immer diesen Slime-Air-Sack und ein Hardened Fossil. Dann können wir uns. Allerdings brauchen wir da noch ziemlich viel von, ne? Weil. Dann könnte ich mir mal die verschiedenen Elemente noch herstellen. 3 Stück, um genau zu sein. Und je nach Mob-Art können wir dann hier auswählen und mehr Schaden machen. Das wäre schon geil. Die besseren Multitools können wir auch noch nicht bauen. Und ich habe 50 Milliarden Pistolen, die ich hier anscheinend bauen könnte. Ich will aber diese Space Ranger Pistol irgendwie. Habe ich da Bock drauf? Na gut, aber die können wir nicht bauen. Wir können da nichts von bauen. Schrotflinten können wir auch noch nicht bauen. Da fehlt uns immer noch der Techno Hunter Cortex. Okay. So. Ja, was tun? Wir können nicht viel bauen. Können wir eigentlich. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Placed Items. Farm, Flag. Area Totem. What the fuck? Claim an area as your very own. Many more insane benefits coming in future patch. Okay. Das heißt, also das Ding kostet unfassbar viel Material. Vor allem bei den Gems ist das heftig. 1000 von jedem Material. Aber das heißt, in unserer Area kann kein anderer bauen. Denke ich. Und es werden noch weitere Vorteile. Und zwar unfassbar hier insane. Ja, ihr wisst, ne? Genau. Also auf jeden Fall unfassbar geile Boni dazukommen in einem zukünftigen Patch. Was das sein wird, keine Ahnung. Aber das Ding sollte ich irgendwann definitiv mal bauen. Denn dann kann mir, wozu die Flagge ist, claim this land for yourself. Okay. Also das können wir mal kurz noch machen. Die Flagge können wir ja schon mal hinsetzen. Stopp, stopp, stopp. So, die Frage ist, wohin? Sollen wir das hier oben auf unsere Base draufsetzen oder auf diesen Felsen? Komm, wir setzen das auf den Felsen drauf. Und zwar irgendwie hierhin, würde ich sagen.
Nee, wisst ihr was? Wir machen das anders. Hallo? Hallo, du. Jetzt. Man darf nicht zu früh drücken. Warum hat er eigentlich wieder diese komischen alten Holzstiefelchen da an? Was soll das denn? Oder waren das Rotted Wood? Ah, ich hatte die Wood Boots noch gar nicht. Aber konnte ich die nicht herstellen? Ich meine, ich hätte da noch einen Blueprint zugedroppt irgendwann mal. Naja, müssen wir gleich mal schauen. So, hier in die Mitte setzen wir uns dieses Fleckchen hin. Fleck, so. So, naja, gut, nicht ganz, aber zack. Wir haben eine Flagge. Eine Flagge. Eine Flagge. So, was können wir damit machen? Nix. Das ist schön, aber vielleicht kann dann hier jetzt. Also, das ist auf jeden Fall meins. So. Jetzt gucken wir doch gerade mal, ob wir die Boots bauen können. Und dann gehen wir mal schauen, weil jetzt ja dieses Techno-Hunter-Event-Gedöns da weg ist. Ob wir unsere Harvester mal kurz ernten können. Wo müssen wir das denn? Hier, Armory war das doch. Genau, ja, Wood Boots, ja, wusste ich's doch. Seht ihr das? Den Rest haben wir ja an. Aber die Boots haben wir noch nicht gebaut. Hatte ich ganz vergessen. Tada, jetzt haben wir endlich komplett alles nicht mehr verrottet, sondern normal. Normales Wood. Das ist geil, das sieht cool aus. Und ja. Ach so, genau, ich wollte ja noch. Wir gehen jetzt mal aufs Häuschen drauf wieder. Und wir werden uns jetzt mal kurz hier auf jede Seite. Werden wir uns. Ah, hier, was ist das denn? Das ist das, was ich vorhin gedroppt hatte. Alter Schwede, das brauche ich auch wieder. Unfassbar viel Material. The Moon Stargate stands before in all its majesty. Majesty, whatever. Where will you travel to next? Moons have a return portal. Check your compass for the location. Okay, können wir da auf verschiedene Monde reisen? Fuck, Leute, ich brauche Gems, das will ich bauen, ey. Scheiß die Wand an, ist das geil. Geil, geil, geil. Okay, jetzt bauen wir aber erstmal hier. Wir bauen jetzt mal einen Gun Turret hier hin. Dann bauen wir einen hier hin. Ja, genau. So, und da das alles Gems kostet und wir dieses, ich unbedingt dieses verfluchte Stargate basteln will, weil das reizt mich ja schon tierisch, bauen wir jetzt mal nur die zwei. Unpowered. Add ore? Ach du heilige Scheiße. Okay, die brauchen erstmal Strom. Und dann brauchen sie noch Ores. Und zwar, wozu? Dass sie schießen können wahrscheinlich. Die Frage ist, wie viel verballern die mit einem Schuss? Wir machen jetzt mal 50 in jeden Turret rein. Ich habe keine Ahnung, wie lange das reicht, ganz ehrlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Und upgraden kostet auch wieder. Boah. Oh Scheiße, ich habe das Ding geupgradet, ne? Oh fuck, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte abbrechen, Mann! Naja, gut, wie dem auch sei, jetzt haben wir das halt aus Versehen. Ich will dieses blöde Stargate haben, ganz ehrlich. Wir brauchen Gems, dazu müssen wir wohl wieder irgendwo in eine Höhle rein. Also gehen wir mal dahin. Ach nee, wir wollten ja noch ganz kurz nach unseren Harvestern schauen, ne? Schwuppdiwupp. Das heißt, Erze werden wir jetzt auf jeden Fall auch jede Menge brauchen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich meine verfluchten Harvester hingestellt habe. Hier ist, glaube ich, einer von meinen und da hinten nochmal. Was kostet das denn zum Upgraden? Komm, das Ding upgraden wir einfach mal. Was ist da hinten denn los? Eine Techno-Hunter-Versammlung.
Holy. Oh, aber da fällt mir ein, die töten wir gleich mal, wenn die nicht zu hoch sind im Level, weil wir brauchen ja einen Techno-Hunter Cortex. So, mal gucken. Alter Schwede, die sind alle Level 12, 13. Der leckt mich am Arsch. Und das macht natürlich wieder keinen Schaden. Nein. Nein, nein, nein. Das darf nicht wahr sein. Aber ich glaube halt anders als die Viecher hier töten, kommen wir da nicht ran an diesen Techno Hunter Cortex. Außer vielleicht über eine Luftkiste. Alter Schwede, machen die mir Schaden, ey. So. Dabei wollen wir es jetzt aber mal belassen. Die sind zu stark. Sonst gehen wir da noch drauf mit der Zeit. Das ist, da habe ich keine Lust drauf. Da habe ich keine Lust drauf. Wir brauchen Erze. Also, was tun wir für Erze? Wir gehen farmen. Wo kriegen wir schön. Nee, Erze, ich meine Gems. Da hinten ist noch ein Gem. Und diesmal werde ich aber mit Sicherheit nicht wieder in diesen Dungeon da reingehen, denn der ist einfach zu hart für mein Level. Das schaffe ich einfach nicht. Wir sind Level 11, da sind bis zu Level 14er Viecher drin. Okay, das ist ein Boss-Mob, den schnappen wir uns. Können wir dem vielleicht ein bisschen Schaden ziehen? Ja. Naja. Nicht so wirklich viel, ne? Wir kloppen ihn mal mit dem Schwert voll kaputt. Ach, guck mal da an. Ein bisschen mehr Schaden machen wir damit. So. Weiter geht's. Wenn so viele Gems mal aus einem Gem rauskommen würden, ne? Das wäre nice. Ach, guck mal, wir haben ja hier noch einen. Komm, dann upgraden wir den einfach auch noch schnell. Wenn schon, denn schon, ne? Das war ein Schritt zu viel. Da ist wohl einer gestorben. Chem-di-dem-di-dem-di-dem. Komm her, du. Da kommt immer so wenig raus. Ja, das waren 16, 20 Gems kamen da gerade mal raus. Das ist doch lächerlich. Das ist echt ein bisschen lächerlich. Also ich finde, das ist schon. Dafür, dass wir so für alles so viele Gems brauchen, ist das schon arg krass. Finde ich. Finde ich. Findet ihr das auch? Ich weiß es nicht. Aber ich finde das schon hart. Wir gehen jetzt mal hier rein. In der Hoffnung, wir finden hier ein wenig mehr. Beziehungsweise wir finden hier wieder ein wenig Erze. Naja, Erze rede ich. Was rede ich denn schon wieder? Wir finden hier wieder ein wenig. Na, ihr wisst, was ich meine. Gems, genau, Gems. Und wir finden auch wieder hier raus. Und die Mobs sind hier nicht so stark. Aber wie das ausschaut, sind das hier Level 2er Mobs. Die sind nicht wirklich stark. Die sind kein Problem. Sollen wir die kaputt kloppen? Vielleicht kann man auch von denen einen Cortex droppen. Ich weiß es nicht. Hab keinen Plan. Wobei ich es ja eigentlich nicht glaube. Wobei, ich habe da gerade einen Techno-Rüssel oder sowas. Oder irgendwas stand da dran, ne? Wir nehmen die einfach mal mit, komm. Schaden machen die uns ja nicht wirklich, nur die kosten uns Zeit, wenn die hier dauernd wegrennen sind. Hier gibt's Gems. Schön. Eine Lootkiste. Fuck yeah, eine Lootkiste. So, immerhin ein paar Edelsteinchen, das ist doch schon mal besser als nichts.
Steht eine Factory rum. Warum steht hier eine Factory rum? Da ist eine Lootkiste directly in dem seinen Dingern da gespawnt. Okay, was auch immer da alles dabei war. Ich weiß es nicht. Das sieht man nie. Aber egal, Lootkiste ist Lootkiste. Sowas nehme ich immer mit. Wer Lootkisten stehen lässt, ist definitiv blöd. Oder er hat einfach schon alles, was es gibt. Aber dann macht das Spiel ja auch keinen Spaß mehr, ne? Außer vielleicht auf dem PvP-Server, wer weiß. Also ich weiß, in der Höhle war ich auch schon mal drin. Aber... na, hier sind wieder diese Bossviecher da. Aber ich weiß halt auch, dass es hier drin immer schön viel Gems gibt, ne? Ich würde sagen, hier metzeln wir uns mal den Weg durch mit Pistole. Das läuft ganz gut, ne? Oh, hier gibt es wieder schön viele Gems. Wo so viel, wo so wenig rauskommt, das ist so lächerlich. Und so ärgerlich vor allem. Weil ich doch so viele brauche. Guck mal, wir haben gerade mal 303 wieder. Oh mein Gott. Aber egal, das ist besser als nix. Und wir brauchen 500 für dieses Moonstargate-Gedöns da. Oh, lauter Bomber. Bomber. Oh, Blueprint. Irgendwas, Munition. Na toll. So, warum wachsen hier die Gems so komisch? Egal, soll uns nicht stören. Ja, bei diesen Erzen bekommen wir schon deutlich mehr raus teilweise. Aber egal, sei es drum, die brauchen wir ja auch, ne? So, und wie schön, dass wir da jetzt rüberfliegen können, ne? Oh nein, immer springe ich vorher und dann funktioniert das nicht. Techno Hunter, irgendwas war da gerade. Ich denke, von diesen Viechern kann man das schon droppen. Kampfpistole, Eis, zusammengebrochener Stern. Okay. Also ich glaube, man... ach, hier ist ja Ende. Alter, wie schnell spawnen die hier neu? Das ist ja krank. Okay, ich würde sagen, wir schnappen uns ganz kurz noch die hier. Huiuiui, da geht's ja ganz schön ab hier. Und ja, das ist hart. Ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich hier weiter... leckt mich am Arsch hier. Ich weiß nicht, ob ich mich hier weiter durch die Höhle begeben soll. Das kostet halt schon alles extrem viel Zeit, aber wir finden immer mal wieder... die Frage ist, ob es sich da eher lohnt, draußen nach Gems zu farmen oder hier drin. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wenn mir da einer sagen kann, was sich mehr lohnt, dann... wunderbar.
guck mal ganz kurz hier noch ums Eck, ob ich hier noch ein paar Gems finde. Hallo, geht runter vom Erz, Mann. Da lassen die mich einfach nicht farmen hier. Und schon wieder sind hier 80 Boss-Mobs hinter mir her. Ah, oh, Mann, Mann, Mann. Machen wir sie einfach kaputt kurz. Die machen mir ja Gott sei Dank nicht viel Schaden. What the fuck? Ich komme schon wieder in Gebiete, wo die Mobs stärker werden. Aber Gott sei Dank machen die mir hier noch nicht wirklich Schaden. Da hinten ist Ende. Okay, Leute, ich denke, wir machen hier ein Päuschen an der Stelle. Wir werden gleich mal schauen. Aber ich glaube, das ist ja auch fast das Ende von der Dingen. Ja. Ich werde mich jetzt aus der Höhle rausbegeben. Und wir werden dann gleich mal draußen versuchen, Gems zu farmen, ob wir da vielleicht zu mehr kommen. Wir werden sehen, meine Freunde. Alter Schwede. Bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Tschüss.